Hey Leute, hier ist wieder eure Sky Dorisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix hier im Hades Cup. Im letzten Part habe ich ja richtig schön gegen Carlo verloren und haha! Nimm das, du Riesenkatze! Und ich bin auch noch verschnupft und habe das geschafft. Ich bin stolz auf mich. Ein bisschen zumindest. So, kämpfe dich mit den Regeln des Pech- und Schwefel-Cups. Ach ja, Drive-Leiste steht nicht zur Verfügung, aber Limit-Moves verbrauchen weniger MP als sonst. Kämpfe dich bis Runde 30 vor. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Pitch-and-Hit. So, und jetzt der Cosmo-Boost. Und heilen. Und jetzt erstmal ein netter kleiner Auflade-Berserker. Und dann sollten wir uns bis Runde 30 vorarbeiten können. Und ich hoffe, dass wir jetzt in diesem Part ebenso wie im letzten Part halt 19 bis 20 Runden schaffen. Das wäre gar nicht so schlecht. Und es gelten immer noch die gleichen Regeln wie im letzten Part, die ich schon angekündigt habe. Es kann sein, dass ich plötzlich schneide, abrupt schneide, ohne eine besondere... Ja, ohne dass ich es halt besonders ankündige, wie sonst immer. Einfach damit ich das besser aufteilen kann. So, machen wir mal Feuerwerk. Mit der Raketenkaskade. Weil Donald nicht so viel gemacht hat bislang. Und man sieht, seine Attacken sind doch recht heftig. Gut, dann als nächstes... was machen wir als nächstes? Ich würde sagen Komet und Kometenregen. Und dann als nächstes Feuerwerk und Raketenkaskade. So, ich würde aber sagen, jetzt nochmal den Goofy Spin. Und Goofy Spin Ra. Und Goofy Spin Ga. So, Goofy Spin, Spin Ra, Spin Ga. Wenigstens müssen wir hier nicht mehr auf Punkte achten. Nur machen wir das gerade ein bisschen scheiße. Weil wir vom Gegner wegstehen. Na gut, und jetzt noch doppelte Punkte einheimsen am Ende der Runde. Das finde ich natürlich super. Und ich habe den Controller kurz hingelegt, nicht wundern. So, nochmal Pitch and Hit. Ach Moment, wie war das nochmal bei euch? Ach ja, Preisgewinne. Stimmt, da war ja was. So, Bonuspreis, ui. So, und was warst du? Ah, du bist von alleine weg. Ja, wenn man stehen bleibt, gehen die, glaube ich, auch nach ein paar Sekunden von selbst weg. Das sind diese Bonusspiele, die wir schon öfter gemacht haben. Und, oh, oh, Runde 25. Diesmal haben wir Cloud und Tifa als Gegner. Das kann ja was, das kann ja heiter werden. Das kann ganz heiter werden. Und ich würde mal sagen, Pitch and Hit. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte doch eigentlich hier Repfleger machen. Und dann nochmal den Goofy Spin. So, nochmal. Also wir machen uns eigentlich ganz gut mit den ganzen Limit-Moves. Warum habe ich mal einen Neger gemacht? Ich wollte doch einen Pfleger machen. Egal. So, ich glaube, wir müssen uns mehr auf Cloud fokussieren. Ja, der hat noch ordentlich HP. Dann, ja. Ich denke, das sagt alles. Oh, verflucht.
High Potion! Wo ist meine High Potion? Gib her. Verdammt. Das hätte ins Auge gehen können gerade. Ah, verflixt. Nochmal Vigra. Ach. So, weiter. So, gleich haben wir Cloud auch noch erledigt. Dann haben wir diese Runde auch noch geschafft. Wir müssen nur noch auf den Abschlussangriff kommen. Das kann doch nicht angehen. So, wir warten jetzt mal ganz kurz. Vielleicht kriegen wir es mit einem Limit-Move hin. Irgendwie macht Sora in letzter Zeit weniger Abschlussangriffe, obwohl er alle Fähigkeiten hat. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Danke, Goofy. Hat auch nochmal gereicht. Sehr schön. So, was kommt als nächstes? Ah ja, jetzt kommt das Limit. Dann machen wir mal wieder Pitch-and-Hit. Weil ist halt recht effektiv. Obwohl der Raketentanz eigentlich mehr bringen sollte. Also Raketenkaskade, Entschuldigung. Ach so, die beiden sind schon wieder erledigt. Alles klar. Dann Magnega. Magnega hat halt den Vorteil, dass es den Gegner so ein kleines bisschen, ja, ein kleines bisschen lähmt halt. So. Nochmal eine Heilung und gleich haben wir die Runde geschafft. Super. Dann sind wir jetzt in Runde 27. Yay. So, und im Übrigen, falls ihr euch wundert, warum ich die Limits mit Donut und Goofy generell so selten anwende, ihr seht ja, wie ich da manchmal wirklich durch die Menüs muss und ich mag einfach diese Autofähigkeiten nicht. Zum Beispiel Autodriveform und so weiter. Ich mag es nicht so gerne, deswegen benutze ich lieber normale Angriffe als Limits. So, dann jetzt nochmal Pitch and Hit, obwohl sie halt viel Schaden machen. Ich denke aber, ich habe schon mal darüber gesprochen, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. So, nochmal Pitch and Hit. Und ich mag die Regeln von Pech und Schwefel Cup. Und ich glaube, ich sollte heilen. Ja, ich sollte heilen. Daran hat Donald ja wieder nicht gedacht. Dann hätten wir mehr Limit-Angriffe machen können. So, jetzt haben wir euch. Mit euch habe ich ja mehr als genug Erfahrung von diesem einen Tag, wo ich ja ganz oft den Schild gefarmt habe, weil ich den ja unbedingt haben wollte. Oh ja, das waren noch Zeiten. Das ist schon so lange her. Generell KH2 läuft so unglaublich lange. So, Pitch and Hit, Pitch and Hit, Doppelstrike. Nochmal ein Doppelstrike. Und der Cosmo Boost. Und als nächstes heilen. So, dann jetzt erstmal du weg. Sehr schön. Was kommt jetzt als nächstes? Oh, ihr alle. So. Aber es sind aber auch viele Gegner. Und man merkt jetzt auch, die ganzen Gruppen werden jetzt auch von alleine größer und stärker. Das sieht man auch. Man merkt halt, das Niveau zieht langsam an. Wir sind ja auch schon in Runde 29, meine Güte. Wir haben schon einiges geschafft.
So, sehr gut. Haha, aber ich muss ehrlich sagen, der Hades Paradox Cup macht mir trotzdem Spaß. Hehe. So. Sehr schön. Wieder geschafft. Und weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt in Runde 30 gegen Hades. Feel the heat. Okay. Dann gehen wir mal hierher und vor allen Dingen gegen Hades im Dunkeln. Mit Anvisieren ist das kein großes Problem, wie ich finde. So, nochmal mit Goofy. Ich finde generell die Limits mit Goofy eigentlich sogar ein kleines bisschen besser. Wenn es halt nur auf einen Gegner geht. So, weiter. Man merkt, ich ziehe hier alle Register gegen Hades. So, ich mache jetzt meine Raketenkaskade. Oh, das zieht aber auch. Ordentlich sogar. Ah, jetzt kommt der Raketenregen. So, nochmal Raketenkaskade. Es zieht einiges. Okay, du bist mal wieder. Wir sind dabei, dir die Haare zu löschen. Und ja, ich bringe diesen Joke immer, wenn ich gegen Hades kämpfe. Ich weiß. Das liegt einfach daran, das ist mein Joke für Hades. Ich liebe diesen Witz mit Hades und den Haaren löschen. Ich vergöttere diesen Witz. Haha, vergöttern. Oh Gott, Flachwitze, nein. Warum mache ich jetzt sowas? Liegt an der Uhrzeit. 10 Uhr abends. Okay, das ist keine Uhrzeit. Hä? Und wir stehen einfach nur da. Und ärgern dich, Hades. So, nochmal Kometenregen. Ah ne, Komet. Und jetzt Kometenregen. Und Donald hat Hades erledigt. Das ist krass. So, kämpfe dich mit den Regeln des Cerberus Cups. Was war denn das? Formen stehen auch alleine zur Verfügung. Drive-Leiste füllt sich schnell auf. Achso, ja gut, das ist die. Haha, Überform. Das ist simpel. Aber wir müssen auf Zeit... Ach ja, wir müssen ja auf Zeit schaffen. Oh, scheiße. Okay, wir müssen ein bisschen schneller machen. Wir müssen hier durchschlitzen durch die Leute. Durch die Reihen der Herzlosen und Niemande. Vor allen Dingen, wir haben nur 10 Minuten. Das ist irre. Oh, scheiß Berserker. Ich mag die Berserker nicht. Weil sie einfach zwischendurch unbesiegbar sind. So. Netter Finisher. Nächste Runde. Achso, scheiße. Wilder Tanz. Ja, stimmt. Wir können hier wilder Tanz machen. Die Tänzerin. Nein, nicht die Tänzerin. Vigra, 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 Vigra! Scheiß Tänzerin. Okay, wir sind unter 9 Minuten. Wir müssen uns also beeilen. Ich finde es aber, das habe ich glaube ich auch schon im letzten Part gesagt, ich finde es genial, dass man die Runden, dass man die Regeln aller Cups hier nochmal verwendet. Das fordert auf so vielen Ebenen.
Und wieder ein epischer Finisher, in dem Sora sich nochmal schön verbeugt hat. Was habe ich denn hier noch? Eine Mega Potion. Das ist sehr gut. Und weiter geht's. Refleger, 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 Refleger. Ganz schnell. Und jetzt Meisterform. Gleich wieder. Von einer Form in die nächste. Mir sind die doppelten Punkte scheißegal. Ich will dich einfach nur besiegen. Gut, sehr schön. Wobei, ich hätte lieber in die Waisenform gehen sollen. Das wäre sogar noch ein kleines bisschen besser gewesen für mich. Ach, ich hasse diesen Angriff. Oh nein! Nein, 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 nein. Nö, also ich werde jetzt einfach nur kurz schneiden. Bis gleich, Leute. Es fällt mir schwer, das jetzt hier aufzunehmen. Es ist so, wisst ihr, der erste Teil dieses Parts ist entstanden Anfang Mai. Vor der großen Phase mit meinen Prüfungen, wo ich dann länger zu tun hatte, viel privat um die Ohren hatte und nicht wirklich was konnte. Aber ich habe die ganze Zeit immer wieder Kingdom Hearts gespielt. Ich habe mich immer wieder um die Minigames gekümmert. Immer wieder versucht, die ganzen Sachen noch zu schaffen. Die Punkte in den Paradox Cups und alles Mögliche. Und ich muss jetzt leider in diesem Moment bekannt geben, dass ich hiermit die Kingdom Key Challenge abblasen werde. Ich werde KH2 deswegen nicht abbrechen. Ich werde lediglich ab sofort andere Schlüsselschwerter ausrüsten. Warum habe ich mich jetzt dazu entschlossen? Wie gesagt, der erste Teil dieses Parts ist Anfang Mai entstanden. Wir haben jetzt Mitte August. Und ich habe es nicht gebacken bekommen. Ich bin immer beim Hades Cup um Runde 34 gestorben. Das hat vielleicht auch was damit zu tun gehabt, dass ich öfter unterbrochen worden bin und der Hades Cup extrem lange geht und ich nicht so viel Zeit hatte. Das mag alles sein. Woran es aber letzten Endes gescheitert ist, ist ein Minigame. Und ein Punkteziel, das man bei einem der Paradox-Cups erreichen muss. Und egal, wie sehr ich mich angestrengt habe, ich habe es mit dem Kingdom Key nicht geschafft. Das war beim Titan-Paradox-Cup. Wenn man den nämlich, also wenn man da die Punkte-Challenge machen will, muss man 10.000 Punkte einsammeln. Diese 10.000 Punkte kann man nur einsammeln. Also, ich habe es nicht anders hingekriegt. Ich habe es versucht mit Stitch, mit der Ukulele. Ich habe dann auch noch nebenbei bei Sora Kugelboost angelegt und ich war immer 2000 Punkte drunter. Und es lag nicht an mir. Der Cup ist ja an sich nicht schwer, wenn man sich anstrengt. Das Problem war halt wirklich immer, ich bin 2000 Punkte drunter gewesen. Ungefähr 1500 bis 2000 Punkte. Und deswegen habe ich jetzt dann die Kingdom Key Challenge abgebrochen und ich bin jetzt hier, weil ich jetzt gleich Ultima schmieden will und dann möchte ich Ultima auch dann im Hades Paradox Cup einsetzen, wenn ich dann jetzt gleich nochmal geschnitten habe und dann ja nochmal ein paar Items gefarmt habe, sowas wie Äther und Potions, weil da ist eine ganze Menge bei mir verloren gegangen, leider. Die habe ich nicht so wirklich gut machen können. Und ich bin ehrlich, mir tut das in der Seele weh, dass ich die Challenge hier jetzt absagen muss, aber es hat halt wirklich... Wäre es nur das eine Minispiel gewesen, wo ich dann Fenrir gebraucht habe, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Ich hatte ja in einem Part gesagt, dass ich das vielleicht für die Minispiele dann sozusagen als Ausnahme mache. Aber da es jetzt wirklich ums Kämpfen ging und ich da ein anderes Schlüsselschwert brauchte, ich brauchte dafür die Wunderklinge wegen dem Kugelboost, weil dann zweimal Kugelboost gewesen wäre und dadurch habe ich das dann geschafft. Im Übrigen, es liegt wirklich nicht an meinem Skill, es lag einfach nur daran,
dass ich nicht genug Kugeln zusammengekriegt habe. Egal wie viel ich durchgerannt bin, das immer wieder gemacht habe und getan habe und so weiter. Weil, nachdem ich Wunderklinge ausgerüstet hatte, habe ich 2 Versuche gebraucht. Beim ersten Mal bin ich blöde unterbrochen worden und bin dann zufälligerweise gestorben bei Herkules. Und beim zweiten Versuch habe ich es sofort geschafft. Und selbst bei Herkules, als ich da gestorben bin, hatte ich auch die 10.000 Punkte. Es lag wirklich nur im Kugelboost. Und da es aber übers Kämpfen ging, sage ich hier jetzt die Kingdom Key Challenge ab. Es hat auch einfach was damit zu tun. Guck mal, wie lang KH2 schon läuft. Guck mal, wie lange ich jetzt schon wirklich an diesen ganzen Sachen sitze. Und ich merke einfach auch für mich, das ist zu lang. Im Dezember kommt schon 2.8. Ich möchte langsam Kingdom Hearts 2 fertig bekommen. Und ich sage es mal so, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Nicht böse gemeint, ich liebe Kingdom Hearts 2 immer noch. Sondern einfach nur, damit ich einfach mal mit den Aufnahmen vorankomme, weil mich regt das auch jedes Mal auf, wenn ich keinen Part raushauen kann. Jeden Montag, jeden Samstag denke ich mir so, und ich kann schon wieder kein Kingdom Hearts raushauen. Wirklich? Ich kann es wieder nicht. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und jedes Mal bin ich enttäuschter von mir. Und das finde ich einfach scheiße. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, es hört jetzt auf. Es muss aufhören. Und deswegen, hier ist unser Ultima und wir holen jetzt Ultima. Wir haben ja die Orichalcum Plus gesammelt. Wir haben die anderen Sachen gesammelt und wir müssen tatsächlich immer ein Energie... Also wenn man Ultima schmieden will, man findet ja nur 7 Orichalcum Plus. Man braucht aber 13. Durch den Energiekristall braucht man nur 7. So, und ich mache dann nebenbei dann noch Lunakristall, damit der Mogri sich noch entwickelt. Und ja, wir haben jetzt Ultima bekommen. Das Schlüsselschwert mit der ultimativen Balance erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich MP nach kompletten Verbrauch aufladen um 75%. Für diejenigen, die vielleicht wissen wollen, bei welchem Minispiel ich tatsächlich Fenrir gebraucht habe, das war bei bei dem Teppich-Minispiel in Agrabah, weil ich tatsächlich immer nur auf 62 Punkte gekommen bin. Und tatsächlich habe ich das auch im dritten Versuch dann geschafft mit Fenrir. Ohne Combo. So, ich mache dann jetzt auch gleich die Infantinenwache und die Königswache, wenn ich schon eh hier bin. So, dann mache ich nochmal den Energiekristall weg, nehme Lunakristall dazu, damit er noch levelt. Infantinenwache ist eine Waffe für Donald. Optimale Balance aus unvergleichlicher Angriffs- und Magiekraft belebt den Träger wieder, wenn er K.O. gegangen ist und stellt viele seiner HP wieder her. Das braucht Donald definitiv. Und Mogri ist im Level aufgestiegen und jetzt werden die S-Formeln halbiert. Jetzt machen wir noch nebenbei die Königswache für Goofy. Mit dem Lunakristall und dem Energiekristall. Obwohl, Lunakristall brauchen wir nicht mehr. Dann stellen wir das mal her und sparen das. Königswache, ein mächtiger Schild mit hoher Angriffs- und Abwehrkraft, erhöht den Effekt von im Kampf eingesetzten Items, die HP wiederherstellen um 50%. So, wir hätten jetzt auch noch hier den Centurio und den Stolz aus Eis, aber das hebe ich mir jetzt mal auf. Oder will ich die noch zeigen? Will ich die Items dafür wirklich opfern oder habe ich dafür gerade wichtige... Achso, im Übrigen, und ich habe mir 2 Kraftbolzen machen müssen, weil ich das nicht anders hingekriegt habe. Und was? Achso, jetzt kann ich den Rang erhöhen. Ach ja, stimmt. Es gibt ja noch die Infantinenwache Plus. Und die Königswache Plus. Mal sehen, kann ich die Infantinenwache jetzt nochmal verbessern? Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Dann mache ich lieber die Königswache Plus. Aber das kann ich gerade nicht, weil ich keinen Zwielichtkristall habe. Verdammt. Na gut, ich habe jetzt aber gesagt, bevor ich jetzt das nächste Mal in Runde 34, ich habe tatsächlich nachgesehen und es mir aufgeschrieben, wenn ich jetzt tatsächlich gleich in Runde 34 bin, dann möchte ich besser vorbereitet sein und natürlich, um mein Versagen noch deutlicher zu machen, Hallöchen Ultima. Yay, da haben wir es. Im Übrigen, ich finde das KH2-Design von Ultima genial. Es ist im Übrigen auch eines meiner liebsten Schlüsselschwert-Designs. Es ist nicht so schön wie Sterntreue. Das muss man zugeben. Sterntreue ist mein absolutes Lieblingsschlüsselschwert, weil es einfach wunderschön aussieht. Aber Ultima kommt in meine Top 3. Ich würde sagen, eines, was ich noch sehr schön fand, war ein Birth by Sleep Final Mix.
Oh, wie hieß es nochmal in Deutsch? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Crown Unlimited hieß es im Englischen oder so ähnlich. Das fand ich noch sehr schön. Das ist, glaube ich, obwohl, das ist nicht meine Top 2. Es gibt sogar noch ein paar, die ich besser finde. Flammenfesseln zum Beispiel finde ich auch ziemlich cool. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wie gesagt, ich möchte mich dann jetzt vorbereiten auf den Hades Paradox Cup. Den nächsten Abschnitt, den werdet ihr dann auch gleich noch. Oder vielleicht sogar, obwohl, ich habe jetzt sehr lange geredet. Ich denke, das werden wir im nächsten Part machen. Es tut mir leid, dass ich die Challenge nicht einhalten konnte. Wer in den Kommentaren sich darüber aufregen möchte, kann das gerne machen. Ich kann es verstehen, wenn ihr vielleicht sauer seid, aber es tut mir leid. Ich kriege es nicht anders hin. Ich brauche Ultima. Beziehungsweise ich brauche einfach mal zwischendurch andere Schlüsselschwerter und ganz ehrlich, wenn ich wirklich für mehrere Pilze, ein Cup und ein Minigame schon ein anderes Schlüsselschwert brauche, dann kann ich die Kingdom Key Challenge auch gleich absagen. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, sie ist zu Ende. Ab sofort ist es nur noch ganz normal, KH2 auf 100% bringen. Ich habe zumindest mein Hauptziel erreicht. Ich habe die Story nur mit dem Kingdom Key abgeschlossen. Und das war mir das Wichtigste. Das habe ich geschafft. Und deswegen sehe ich das auch nicht so ganz als Niederlage, nur so als halbe, weil wenigstens bin ich sehr weit damit gekommen und ich werde einfach mehr üben müssen, bevor ich mich an sowas wieder ranwage. Na gut, ich würde dann sagen, ja, machen wir tatsächlich bis zum nächsten Part, weil jetzt sind es schon 26, 27 Minuten, von daher. Bis dann, Leute, bis zum nächsten Part. Bye, bye.